Längere Verspätung, ich weiß, wir hatten den Termin vorher schon. Ich wollte gerade sagen, der hat Genau. sich ja doch noch gemeldet, der feine Herr. Ja, selbstverständlich. Tut mir leid, wir haben momentan die Informationslage, die ist bombastisch, ja. Und ich habe es ein bisschen verschwitzt, ja. Wegen Deswegen den rufe ich jetzt Russen erst oder an. was? Na, nicht wegen den Russen, die Informationslage wegen dem Bitcoin allgemein, ja. Wenn man es ein bisschen beobachtet hat, weiß nicht, ob Sie es beobachtet haben, aber es geht Nee. momentan wieder in den Bullrun über. Was Also es heißt geht das? momentan wieder auf steigende Kurse. Ja, das ist doch schon mal toll. Ja, auf jeden Fall. Wie schaut's bei Ihnen aus? Haben Sie Oh, die Hausaufgaben gemacht, sag ich mal? ich habe die Hausaufgaben gemacht. Mein Opa hatte den Kram sogar schon gekündigt bei der Sparkasse. Und die haben Ja. gesagt, das ist jetzt über wie, oder was, wie sagt man das, wenn das in Ist auf dem freigegeben. Konto. Freigegeben. Ja, ist. Okay. Perfekt. Ja, sehr gut. Ja, dann können wir ja starten, oder? Würde ich sagen. Ich war jetzt nur gar nicht mehr drauf Perfekt. vorbereitet. Ich muss erstmal den Computer wieder anmachen. Da gar kein Problem, ja. Es ist ja gar nicht Ihr Opa rangegangen. Wer war das jetzt gerade? Ist mein Kumpel Dimi. Ah, okay. Jetzt so. Kennt ihr euch? Das klang so vertraut. Nee, ich hab nur gehört, hier Gregor dabei. Und dabei Ja. hab ich gelernt, dass es schnell, schnell, schnell heißt, Ja, komm, mach hin, schnell, sowas in die Richtung. oder? Okay. Also So wie ist das russisch, englische ja? Fuck, das kann man eigentlich für alles einsetzen. Dabei, auf geht's. Ist Auf geht's so. weiter, sag mal in Bayern. Ich bin ja ursprünglich aus Bayern. Ach so einer, Und, toll. genau, Ich richtig, ja. mag ja die Lederhosen total. Ja, schon Das mal auf der Wiese gewesen? ist jetzt, nein, das ist mir viel zu viele Verrückte. Wir haben das bei uns Ah. auf dem Dörfchen, haben wir das immer, die Wiesen wird ja in die ganze Welt exportiert und wir haben bei uns so einen Genau. Bauernhof, wo das immer im kleinen Rahmen gemacht wird und da kennt man dann so 90% der Leute, die da hinkommen, da ist das auch viel entspannter. Dimi macht da immer so ein bisschen die Tür, damit die Dorf-Assi-Kinder sich nicht allzu aufspielen und da kann man da richtig toll Party machen. Die guten alten Bauernkinder, ja, die hat man auch. Ich komme ja auch vom Land. Ja. Hoppa. Oh, war da gerade die Kuh im Und Hintergrund? nee, das war nicht die Kuh. Also wir sind hier gerade tatsächlich heute sind wir nicht im Stall, sondern heute sind wir im Büro. Ja. Und deswegen war das gerade, das war der Hund von der Kollegin. Ja, ist natürlich ab und zu ein bisschen überempfindlich, sage ich jetzt mal, ja, und wenn man den mal kurz an der richtigen Stelle zwickt, dann quiekt er wie eine Kuh, genau. Habt ihr Tiere bei der Arbeit? Ja, selbstverständlich. Oh, das ist so Ja, es ist sowas eine sehr. von geil. Ja, natürlich. Also es ist ja natürlich hier so ein Office, wo man sagt, ich sag mal, jeder kann sich hier ausleben, ja, der da Lust drauf hat. Und Ja. wenn die Tiere damit, wenn man damit, sage ich jetzt einfach mal besser, ja, sich konzentrieren kann, warum nicht? Und der bringt immer gute Laune rein, der Hund. Das glaube ich, das ist total toll, weil bei den meisten Arbeitsplätzen darf man hier wieder private Sachen, geschweige denn irgendwie auch mal Tiere mitbringen. Aber das immer im Hinterkopf zu haben, das schränkt doch ein, sage ich jetzt mal, in seiner Bewegungsfreiheit, ja, oder in seinen Gedankengängen, sage ich mal. Den Und deswegen Hund? haben wir gesagt, komm. Ja, also ja, wenn jemand den Hund mitnimmt, ja, dann muss man nicht daran denken, was er daheim macht oder ob sich derjenige, sage ich jetzt einfach mal, darüber halt dann Sorgen macht. Ja, was ist mit dem Hund? Passt derjenige gut auf? Man ist ja nicht da. Ja, Ja, und klar. deswegen, das macht schon, der bringt immer gute Laune rein, er will immer mit dem Ball spielen, ja. Ich werf den dann immer so meine 100, 150 Meter und dann ist er erstmal ein bisschen unterwegs, der Oh, da Hund. hast du ja richtig starke, hast du richtig starke Arme. Ja, natürlich. Ich bin Fußballer, also Torwart gewesen, ja, Ja, früher. wirklich? Oh, ich mag Männer mit Ja, Muskeln. ja. Trägst du dabei dann auch die Lederhose? Nee, tatsächlich nicht. Nur auf der Oh. Wiesen. Ja. Ich Nur auf der weiß, Wiesen. Aber da, aber das ist eigentlich auch eher so ein da. Klischee, aber ich verbinde Bayern halt wirklich mit so richtig strammen Jungs von der Alm in Lederhosen. Ja, aber nicht jeder, sage ich mal, aus Bayern ist auch automatisch ein Bauer. Nee, das ist klar. Die haben ja auch Ja. Hochindustrie da. Genau, richtig, ja. Ich sag mal so, ich habe auch mal meine eigene Kuh schon gemolken, ja. Ja? Natürlich, das gehört dazu. Als Bayer gehört das dazu. Also ich habe mal so eine Doku gesehen. Ich weiß Ja. nicht, ich glaube, das war so ein RTL-Mist, wo die da halt die ganzen Dummen hinschicken. Und die, Bauer sucht Frau, oder? nee, ich glaube nicht mal. Das war so dieses Assi-TV. Da gibt es bei YouTube so einen Clip, da haben die so eine Alte, die sollte, war das Frauentausch?
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sollte die Alte eine Ziege melken, hat ihr aber keiner gesagt, dass das der Bock ist, den die da hingestellt haben. Und da hat die da rumgespielt und hat versucht, da die Milch rauszukriegen. Wundert mich, dass die da vom Presserat nicht verklagt worden sind für. Naja, ich meine, jeder muss seine Erfahrungen, sage ich jetzt einfach mal, machen, ja. Mit männlichen Ziegen? Ja. Also ich habe einen Kollegen hier, der hat sich auch bei Bauer sucht Frau angemeldet, der wurde aber abgelehnt. Zu hässlich. Ja, richtig, genau. Ah, das war jetzt böse, Entschuldigung. Der hat einen zu großen Bierbauch, genau. Ah, gerade das macht den Bayern doch aus. Also nicht, dass das mein Fall wäre, aber. Zu viel. Der konnte 2 Mastkrüge auf seinen Bauch abstellen. Das ist ordentlich. Ich meine, da kann man dann ja auch, da braucht ihr die Hände ja gar nicht, um die Schubkarre zu schieben. Der steckt da einfach die Wampe rein und läuft los. Das hat er alles mit seinem Bauch gemacht. Aber mittlerweile ist er wieder so unterwegs. Ja, früher hat er die Mastkrüge gestemmt. Und ja, jetzt stemmt er nur noch die Gewichte im Fitness. Oh toll, das ist ja ein richtiger Wandel. Sieht er gut aus? Ja. Na, nee. Also ich würde nicht sagen. Der hat so einen Pinsel auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob der... Pinsel? Kann ich du sagen? Kann ja, klar. Sagen? Das ist ein bisschen leichter, sehr gut. Wir sind doch hier nicht im Bundestag. Ja, ja, genau. Wie heißt du nochmal? Ich bin so schlecht mit Namen. Ich bin Alexander. Der Alex. Alexander. Meier mit EI. Bist du Alexander der Große? Ja, ich bin tatsächlich auch sehr groß, ja, knapp 2 Meter. Aber wirklich? Bist du blond? Nee. Schade. Braunhaarig, ja. Hätte ja sein können. Du magst blond, oder wie? Ja, klar. Blonde Jungs. Große Blonde mit Lederhose. Große Blonde mit Lederhosen. Nee, das ist schon leider, da ziemlich nah dran im Ideal. Und mit einem Pinsel auf dem Kopf, oder? Ja, aber jetzt musst du... Kennst du dieses Fukuhila? Meinst du so ein Punker, oder was? Ja, so in der Art, ja. Kennst du New Kids? Kennst du den Film New Ja, Kids? Ist lange her. Ja, genau, so in der Art sieht er aus. Also wie so ein geplatztes Meerschweinchen. Ja, genau, richtig. Aber der ist schon ein bisschen gepflegter, ja. Aber er hat sich da auch schon beworben, ja, aber, ja. Bei den Meerschweinchen? Nee, nicht bei den Meerschweinchen, bei den New Kids hat er sich Ach beworben. Ach so. Ach, klappt aber, da nicht so mit der Karriere bei dem? Er ist eher einer von den Old Kids, sage ich jetzt mal. Wie alt ist der denn? Ach, der wird jetzt, ich glaube, wie alt bist du, Stefan? 37? Okay. Da. 37. Ist nicht mehr knackig. Ja. Erfahrung. Auf den alten Rädern lernt man das Fahrradfahren. Nee, ist gar nicht wahr, da legt man sich auf die Schnauze. Ja, nee, aber ich sag mal so, ne, also ist immer ordentlich eingeölt worden, sagt er gerade, ja. Und deswegen, das passt schon. Da rostet keine Kette, da muss man sich keine Sorgen machen. Erdnussöl oder Olivenöl? Ja, Olivenöl, nee, kennst du WD-40? Ja, natürlich. Ich bastel gern ein bisschen natürlich. An Waffen rum, da brauche ich das Zeug auch immer. An Waffen? Ja. Was für Waffen? So richtige, so AK-47 und sowas, oder wie? Nee, ich hab doch hier einen Russen Avtomat Kalaschnikova. Nein, Ui, Quatsch. Okay. Nein, wir spielen ja, erstmal ein bisschen Airsoft. Da habe ich auch eine Kalaschnikow, aber da kommen halt nur Kügelchen raus. So kleine weiße. Nee, Semi-Automatik. Die automatischen dürfen nur ganz wenig Power haben. Das brezelt gar nicht. Wenn dann halbautomatisch, das macht dann schon mehr Spaß, kann ich mir schon vorstellen. Ja, weil, ich bin eher der Sniper-Typ gewesen. Ach, du bist so ein Hinterhältiger. Anlauf statt Gleitgel, ich verstehe schon. Genau, so schaut's aus, ja. Das ist ganz mies. Gucke geht alles. Das ist einfach so. Und wenn man dem anderen dann vor den Kopfschuss verpasst, dann ist Ruhe hinterher. Das ist hart, ja. Aber so ganz nach dem Motto. Eine Barrett Kaliber 50 wollte ich immer schon mal schießen. Bin ich aber leider noch nicht dazu gekommen. Da ist doch hinterher die Schulter weg. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so aus 3,5, 4 Kilometer, so mal schön irgendein Ziel treffen. Ja, klingt mal ein bisschen krass, aber. Naja. Muss nicht unbedingt ein Terrorist sein, aber ich sag mal so. Eine Taube. Eine Melone, wenn die ordentlich hat, einfach Platz, dann. Singt da einer bei dir? Das ist auch schon cool los. Ja, wir sind hier kurz vorm Feierabend, ja. Jackie Cola ist auch schon eingeschenkt. Aber ernsthaft? Ja, natürlich. Oh komm, ich hol mir auch ein. Komm, wir trinken jetzt ein. Aufs Geschäft. Wir trinken jetzt ein. Ja, sehr gut. Ich hab aber nur rum. Kein Problem. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, mit was für einem Betrag du starten willst, damit ich mal wieder weiß, wie wir hier weitermachen? Haben wir doch letztes Mal schon besprochen. Ist alles vergessen. Wann du anrufen wolltest, was ich mag, wie viel ich investieren wollte. Genau, aber ich habe ja gesagt, du solltest nochmal Gedanken darüber machen, ja, dass wir sagen, okay, mit dem Betrag bist du gut, ja, dass du sagst, okay, das ist der Betrag, den ich jetzt wirklich hier schlussendlich investieren will. Ja, hau raus!
Ja, also ich weiß nicht, was hast du denn zur Verfügung? Was können wir denn machen? Naja, ich muss ehrlich gesagt nochmal gucken, dass ich die Bankkarte von ihm nochmal geklaut kriege. Dann könnte ich mal gucken, wie viel da jetzt tatsächlich drauf war. Der hat mir drei verschiedene Ja, kriegst Zahlen heute gesagt. du. Ja, aber es muss dein Bankkonto sein, gell? Nee, das ist noch bei ihm, das will ich da zu mir rüber schicken. Okay, okay, Weil das ist okay. ja mein Ja, das ist Geld ja verbrieft. perfekt. Also können wir denn dann heute schon den Überweisungsauftrag machen? Also Na können wir den klar. verifizieren? Ja, logisch, ich habe alles da. Ich habe das TAN-Gerät, ich habe sein Handy, ich habe seine Karte. Der liegt jetzt in der Badewanne, medizinisches Mandelbad. Das dauert eine Sehr Stunde. gut. Nee, überhaupt nicht. Das stinkt die ganze Wohnung hinterher danach. Nach Mandeln, nach gebrannten Mandeln, oder? Ja, wenn das Wasser zu heiß macht, stinkt das nach gebrannten Mandeln und altem Mann. Beides nicht sonderlich Ah, erotisch. ja. Ah, nee, alte Männer, Was magst du also denn ich war für mal in so einem. Gerüche? Ja. Ich mag Zitrone sehr gerne. Ich Oh, mag immer Ingwer toll. Zitronentee. Ah, das ist schon, das ist das, was ich so mag, ja. Das klingt richtig toll. Auch wenn wir jetzt nicht schon bei Jackie Cola und rum angekommen wären, würde ich mir jetzt einen Tee machen, aber das dauert zu lange. Ja, das könnte natürlich. Wir haben jetzt hier gleich auch in den nächsten, ich sag mal so, wir müssen doch mal alles analysieren, ja, für die nächsten Tage jetzt einfach, Aha. weil wir haben sehr gute Informationslage einfach eben. Und genau, Was heißt also das denn? deswegen hätte ich, Das hast du jetzt also schon ein dass paar wir Mal halt gesagt, das schauen macht mich müssen, neugierig. wo geht die Reise hin, ja, sagen wir mal so, schauen wir jetzt eher auf fallende Kurse, schauen wir auf steigende Kurse. Ja, ist natürlich immer wichtig für den Algorithmus. Wie stelle ich den ein? Was macht er denn so die nächsten Tage und so weiter? Das ist sehr, sehr wichtig. Das muss ich mit meinem Analystenteam, ich habe ja Aha. ein 50-köpfiges Team unter mir, und da muss ich mit denen natürlich ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal, analysieren, was wollen wir denn machen die nächsten Tage? Bringt ja nichts. Also wenn wir hier, sage ich mal, sagen, okay, der Kurs geht hoch oder runter, weil wir jetzt gerade einen uns hinter die Birne gekippt haben, bringt ja nichts, ja. Wir sind ja nicht im, sage ich mal, im Casino, sondern wir machen das alles anhand von technischer Basis. Ja, je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel der Elon Musk wieder irgendwas getwittert hat, ja, dann kannst du da die technische Analyse vergessen. Dann brauchst du die Informationsfluss. Ja, wir haben hier extra einen, der nur auf Twitter schaut von den ganzen Influencern, was da gepostet wird. Ja, wenn da zum Beispiel sagt der Elon Musk, ja, sagt Bitcoin to the Moon, ja, also hoch, auf geht's. Dann ist meistens so, in der Vergangenheit war es immer so, dass der Kurs mindestens um 5 bis 10% gestiegen ist. Das ist Und auf Wahnsinn. sowas müssen wir natürlich achten. Was würde denn passieren, wenn Putin sowas sagt? Ja, puh, dann ist natürlich schwierig. Aber ich sag mal so, wenn der das sagen würde, dann das hätte auch einen Impact. Also jetzt nicht so einen hohen wie jetzt zum Beispiel Elon Musk, ja, weil der natürlich Ja. der Kryptogott ist, aber ich denke mal auch 2-3% wirst du da schon merken. Wie gibt das einen Russencoin oder irgendwie sowas? Nein, 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 sowas gibt's nicht. Weil Also die wenn sind die ja eigentlich demnächst hier grundsätzlich dagegen. ihr seid gegen was? Nein, also die Russen sind grundsätzlich gegen die Bitcoins, weil die Was? haben, schau mal, es ist so, dass die Kryptowährungen völlige Anonymität garantieren, ja. Ja. Und die Russen, der Putin, der möchte natürlich, dass alles offengelegt wird. Ja, der möchte natürlich die komplette Kontrolle haben. Deswegen mag er Bitcoin nicht. Wegen den Amerikanern? Nein, einfach nur, weil er für sich selber festgestellt hat, er hat keine Kontrolle über das ganze System. Eine Banküberweisung, da heißt es hier, von dir zu mir zum Beispiel, ja, da ist noch eine Bank dazwischen, Namen sind da und so weiter. Aber Ja. wenn es jetzt heißt, du schickst von deiner Wallet komplett theoretisch anonym zu mir, ja, da kann er das ja nicht kontrollieren. Er kann ja keine Steuern drauf beheben, gar nichts. Und so entgleitet natürlich die komplette Kontrolle, weil er kann ja nicht sagen, okay, hier, das ist deine Wallet, ja, deine, weil die ist auf dich geschlüsselt und du hast von dem nach zu mir zum von dir zu mir geschickt, ja, du brauchst theoretisch keinen Namen, um eine Wallet zu erstellen. Ja, nur Okay. was wir jetzt hier machen, diesen Verifizierungsprozess, das sichert dich ab und uns natürlich auch, dass du wirklich die Person bist, die dahinter ist, weil wir unterliegen dem Geldwäschegesetz. Ja, wenn du jetzt der Präsidentin in Amerika wär, dann könnten wir jetzt keinen, sage ich jetzt mal, keinen Vertrag machen miteinander. Aber ich nehme mal an, du bist jetzt kein Präsident in den USA, oder? Nee, nur beim Schachclub, aber das zählt bestimmt nicht. Nee, nee, nee. Das ist der Präsident beim Schachclub, das zählt nicht, nee. Schade. Na gut, ich kriege auch nicht so ein fürstliches Gehalt wie die Merkel. Ja, das ist Ah nee, die natürlich, gibt es jetzt ja gar nicht die mehr. freut sich darüber, ja. Ich freue mich über Kannst du mir Merkel. ganz kurz nur.
Nee, du, die hat es jetzt geschafft, ja, die hat jetzt ihre Amtszeit gemacht und die kriegt trotzdem weiterhin das gleiche Gehalt, ja. Ja, total. Mit 10.000 Euro im Monat oder was, ja, dann ist die, glaube ich, da kann man ganz gut leben, denke ich mal. Das glaube ich auch. Das denke ich nämlich auch. Du, ganz kurz nur für die Verifizierung, ich muss mich nur ein bisschen ranhalten, auch wenn ich gerne mit dir quatsche. Hast du mal ganz kurz deine Straßennamen? Wo wohnst du denn? Altschauerberg? Ja, welche 8. Nummer? Ja, Postleitzahl. 91448. Ja, in? Emskirchen. Ah ja, so Emskirchen. Okay, perfekt. Mhm. So, supi. Hast du dir schon deinen rumgeholt? Ja klar, der steht hier. Ja, optimal. Schau mal her, wir machen jetzt die Verifizierung zusammen. Mhm. Ja. Ich schicke dir dazu jetzt einfach mal einen Link. Ja, du hast ein Smartphone, nehme ich mal an, oder? Ja, ich hab eins, ist nur kaputt. Das ist kaputt? Das Scheißding ist beim letzten Besäufen ist kaputt gegangen. Das ist im Eimer gerade. Okay. Hast du irgendwo eine Kopie von deinem Ausweis, Vorder- und Rückseite? Ja, irgendwo habe ich das auf dem PC. Ich habe neulich in Polen eine Knarre bestellt. Die wollten das auch haben. Echt, oder was? Nein, so eine Airsoft, verdammt. Ich bestell doch keine echten Waffen, das wäre illegal. Nee. Ja, theoretisch schon, aber eine Airsoft, ja, okay, doch, das könnte sogar durchgehen, ja. Kannst du mir das mal kurz per E-Mail zuschicken lassen, deinen Ausweis, Vorder- und Rückseite für die Verifizierung? Ich suche gerade, ob ich das hier irgendwo liegen habe. Ist schon eine Weile her. Schau mal ganz kurz. Ich habe hier so ein Datenchaos. Zwischen den ganzen Männern in Lederhosen sind sicher auch irgendwo die Bilder. Ich muss die erst finden. Ja, schau mal ganz kurz nach. Lass du mich aus? Oder findest du das toll? Nein, nein, das finde ich toll, dass du Bilder von Männern mit Lederhosen auf jeden Fall auf dem PC hast. Warum? Ja, ich sag mal so, das erinnert mich immer wieder an Heimat, ne, wenn ich sowas höre. Ja? Ja, natürlich. Ach stimmt, also, der Hock sitzt ja, so, ne? Hock sitzt also, ja in London, ne? Da laufen wahrscheinlich nicht so viele Leute mit Lederhosen. Gibt's keine Lederhosen, da gibt's nur rote Busse und viele Harry Potter Fans. Oh, toll. Magst du auch Harry Potter? Na klar. Ja. In welches Haus gehörst du? Ich bin, glaube ich, Hufflepuff. Ja, bist wirklich. Ich bin auch ein Hufflepuff. Echt, oder? Ich hab den offiziellen Test gemacht. Ja, ich auch tatsächlich. Aber ich kann mich gar nicht mal an die Fragen erinnern. Schon so lange her, aber Hufflepuff, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich meine, ich war mir ja vorher schon sicher. Aber das war halt nochmal so die endgültige Bestätigung, dass J.K. Rowling selber sagt, dass ich ein Hufflepuff bin. Ich meine, was kann einem Besseres passieren im Leben? Ich meine, dieser kuschelige Dachs alleine ist ja schon, oh, da kriegst du das Sabbern. Oh, toll. Essen meinst du, oder wie? Nein, der ist so süß. Ich esse doch nicht den Dachs von Hufflepuff auf. Bah. Ja, könnte ja sein, ich weiß ja nicht. Also, Kaninchen ist auch zum Beispiel, ich sag mal so, Kaninchen ist auch eine Delikatesse. Kennst du irgendjemanden, der schon mal einen Dachs probiert hat? Nicht wirklich. Siehste? Vielleicht ist das auch eine Delikatesse, aber den, ich gebe dir recht, der ist wirklich süß, ja. Aber das sind halt, ich weiß nicht, ja. Ich denke schon, dass der auch gut schmecken könnte, ja. Ich bin leider da ein Fanatiker, was Delikatessen angeht, und ich kann es mir schon vorstellen. Das sieht super, super lecker aus, das Fleisch. Wusstest du, dass Hermine Granger einen Otter als Patronus hat? Otter sind ja auch sowas von toll. Ja. Otter, wie die sich rumschlängeln und so, das ist schon. Ja, die haben ja eigene Rutschen. In Hamburg gibt's so einen tollen Wildpark, da sind wir mal hingefahren vor ein paar Jahren. Da gibt's ein Gehege, da sind asiatische Zwergkrallen, Otter drin, die kann man streicheln. Also ganz inoffiziell natürlich. Ja, natürlich, aber mit ein bisschen Geld geht alles. Natürlich. Schaust du dir aus, hast du ganz kurz, sorry, ich muss da ein bisschen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Soll ich dir die Bilder vom Ottergehege schicken? Nee, nur vom Ausweis bitte. Ja, ich habe aber bisher nur die Otterbilder gefunden. Ich bin hier weiter am Klicken. Dadurch komme ich ja an die ganzen die tollen Geschichten. Außer du bist ein Otter, dann natürlich schick mir die Bilder, aber also ich hab, weißt du, wenn, brauch natürlich aus. Wenn dir da, also langsam wird's interessant, also ich habe ein Otterkostüm, wenn du es wissen willst. Ein Otterkostüm, ja. Dafür kannst du mir natürlich auch mal Bilder zukommen. Ja, da gib mir aber mal deine private E-Mail-Adresse, das muss ja sonst keiner sehen. Das ist ja meine, also ich da, man muss hier Arbeit immer vom Privaten trennen. Sagt ja, derjenige, der Jackie Cola bei der Arbeit trinkt und Hunde mit Bällen bewirft. Jetzt stell dich nicht so an, du kleine Schwuchtel.
Ach, das geht schon. Also, wenn wir uns besser kennenlernen, na, dann schicke ich dir auch mal ein Bild von mir in Lederhosen. Oh, das, jetzt hast du einen Pluspunkt. Ja. Naja, siehst du? Aber natürlich, dafür muss man natürlich, das muss man sich verdienen, ja. Ja, ich kann super toll massieren. Soll ich dir das mal zeigen? Und kochen kann ich auch ganz toll. Ja. Und in deinem Otterkostüm musst du mal kochen, das musst du mal zeigen. Ich glaube, ich weiß, was ich morgen mache. Da sind die alle nicht zu Hause. Ja, sehr gut. Aber als allererstes schickst du mir ganz kurz... also ich hab, du hast gesagt, du hast keinen... Sprechen wir alleine oder hört da jemand zu? Nee, da hört keiner zu. Aber die hören natürlich, was ich sage. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht. Du bist da ja nicht alleine. Also ich habe so... Ja, ist mir doch egal. Man muss ja... Ich sage immer, das ist mir egal, was die anderen über mich denken. Ich bin der, der ich bin. Das passt euch oder es passt nicht. Das ist einfach so. Was meinst du, wie die alle geguckt haben, als ich angefangen habe mit den Webcam-Sessions? Ich glaube echt, morgen mache ich mal eine Session, wo ich das Otterkostüm trage und Pfannkuchen mache. Ja, das hört sich das doch ist, gut das an. Ist ja, dann zwar nicht so mein übliches Programm. Mir. Wie ein Screenshot, du kriegst eine Aufnahme. Wie ja, viel? Noch besser, aber an die Arbeits-E-Mail, ja? Ich leite mir die dann weiter. Aber ich zeige noch keinen, versprochen. Naja, und wenn, dann müssen die halt auch bezahlen, ne? Also es kostet halt auch. Ja, selbstverständlich, ja. Aber für mich würdest du es ja umsonst schicken, oder? Ja, natürlich, klar. Ich meine, ich will dich ja auch in Lederhosen sehen. Ja, siehste, geben und nehmen. Das ja? ist einfach so. Wie hat Hannibal Lecter das nochmal gesagt? Quid pro quo. Sie geben mir etwas, ich gebe ihnen etwas. Außer, dass wir das ihnen schon hinter uns gelassen haben. Magst du auch die geschlachteten Frühlingslämmer? Ja, natürlich. Hast du Schweigen der Lämmer geguckt? Ich habe nicht mehr gesehen. Ja, klar. Alle Teile sogar. Ich habe immer versucht, wie Lecter zu sprechen. Warte, ich probier's nochmal. Die werden geschlachtet, die Frühlingslämmer. Ich krieg das nie hin. Ich kann das auch gar nicht. Ich bin schon ganz heiser, ja. Probier's mal, bitte. Schlacht meinen Hammel los. Nee, ich kann nicht. Ich schaue es mir mal an, die Szene, ja, und dann ja. mache ich die morgen nach, weil das ist wie... Wollen wir morgen wieder telefonieren? Ja. Können wir gerne machen. Dann schauen wir, dass du bis morgen deinen Ausweis findest. Ja, mach Bilder davon, ja. Und dann lass uns mal morgen nochmal telefonieren, weil meine Kollegen sagen schon, die wollen hier langsam los. Was ist mit denen denn los? Unsere Analyse. Ach, die verstehen keinen Spaß. Aber das gib mir den mal. Hin, ja? Gib mir den mal. Ich sorg mal für gute Laune. Na, alles gut. Wir machen das morgen. Schau mal her, kann ich dich morgen nochmal um 18.30 Uhr anrufen? Diesmal auch wirklich. Ich wollte gerade sagen, wann ist denn 18.30 Uhr? Ist das in London? Hat ja eigentlich keine Zeitverschiebung, ne? Doch, eine Stunde zurück. Ehrlich? Ach, ja, also schau mal, bei uns... Kommst du schon ganz durcheinander? Gerade 19... Nee, nicht 19... Doch, 19 Uhr, klar, ja. Mein Gott, wir haben hier so viele Uhren, ich krieg da gar nicht selber durch, was die richtige ist. Oh, ist das wie an der Börse, dass da überall Uhren hängen? Ja, ja. Wie spät ist das in Japan? Warte, ich muss erstmal die japanische Uhrzeit raussuchen. Ey, das gibt's ja nicht, hier sind so viele Uhrzeiten. 4 Uhr, jetzt habe ich gefunden. 4 Uhr 3. Also nicht 16 Uhr, sondern 4 Uhr. Morgens? Ja. Ne, das werde ich heute wahrscheinlich keine japanischen Zuschauer haben. Sie immer so spät aufstehen erst. Also Japaner sind dafür bekannt, dass sie Nachteulen sind. So, jetzt ich krieg hab, jetzt einen Arschtritt. Ich habe auch ein Eulenkostüm. Mach mal zu, mein Lieber. Ich würde dich jetzt gar nicht gerne wegdrücken, aber wir telefonieren morgen 18.30 Uhr wieder, ja? Sollen wir nachher noch schreiben? Ja, komme. Ja, Entschuldigung, sorry, ja? Sollen wir nachher noch schreiben? Nee, tatsächlich, wie gesagt, ich trenne immer Arbeit vom Vergnügen, auf gut Deutsch gesagt, ja. Ach, aber Bilder vom Otterkostüm haben wollen, ist das Arbeit oder ja, was? Ja, das geht ja. Also ich sag mal so, das sind ja nur Bilder, aber private Sachen, so, ja, ich sag mal so. Du könntest ja auch theoretisch dich mit einem Nudelsieb, könntest du ja ein Foto machen. Ja, natürlich. Du musst an den heiligen Spaghetti-Gott glauben. Oh, du kennst das fliegende Spaghetti-Monster. Ich hab dich richtig dolle lieb, fühl dich geknuddelt. Sehr gut. Ja, dann hören wir uns morgen nochmal, gell? Wir hören uns auf jeden Fall morgen. Bis dann. Ich freue mich. Hab dich lieb. Oh, scheiße, da hat er schon aufgelegt gehabt. Wie lange werde ich diesen Wahnsinn fortführen können, Freunde?